Niccolò Polo. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, ja. Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Altair, dieses Geschenk ist unschätzbar. Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages, sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolò, eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit, auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. Bleibt dran. Gut, dort lang. Sie gewinnen die Oberhand. Hilfe! Bewegung. Los geht's. Vater, seid ihr verletzt? Ah, nur einen Moment. Ah, das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde.
wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen. Es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern, gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktie bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore. Ich habe den 96er immer für etwas schwach gehalten. Ich bebe vor Wut ob des Wissens, dass sie frei sind. Merzen wir diese Pest gemeinsam mit dem Budget. Er muss lebensmüde sein. Wir erhalten Berichte über den Aufruhr in Anatolien. Die Safaviden und einige byzantinische Elemente scheinen dahinter zu stecken. Gute Nachricht ist, dass diese Revolte im Keim erstickt wurde. Noch eine Minute und er hätte sich nass gemacht. Kommt, Leute, ich habe Massen von neuen Arbeiten, aufregender junger Kopisten. Exklusive Angebote. Lebenslange Pflege. Oh.
Ein Vergnügen. Kommt wieder. Ich weiß, dass ihr die Illuminationen in den heiligen Bergen meiner Ausstellung mit eigenen Augen sehen wollt. Ein lukratives Vergnügen. Ich habe das Sagen hier in der Nachbarschaft. Warum greift denn niemand ein? Dann komm doch und stell dich mir. Das ist mein Revier. Und wem das nicht passt, der kriegt es mit mir zu tun. Ich bin der Faustkampfherrscher dieses Bezirks. Tanzen wir ein Schmetterling, stechen wir ein Skorpion. Ah, mach sie fertig! Sir, lass das doch. Miese Tyrannen! Macht sie fertig! Ach, nieder mit euch! Abschau! Erschorschek! Ich mag teuer sein! Ihr seid doch Tiere! Ihr Schweine! Miese Tyrannen! Tyrannen! Was ist eigentlich mit der italienischen Hure geschehen? Der Sohn ist kränklich. Hat seit Monaten. Oh, ich muss noch eine Hütte fegen. Wo kommt der denn? So tut doch etwas. Das war doch sicherlich Gottes Strafe. Was ist nur in dieser arme Seele gefangen? Er ist doch toll. Das muss das Werk des Teufels sein. Ihr wurdet vergiftet, mein Freund. Ohne ihn. Die Monster müssen umgehend entleibt werden. Sie sind einfach animalisch. Bring sie um. Bitte aufhören, es war nicht böse gemeint. Halt! Was ist los mit euch? Hm? Thank you.
nehmen, Cole Jackson. Schön zu sehen. Durch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Brüder! Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir! Und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich, und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben.
Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesatem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater... Nein,